Willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Zelda Ocarina of Time. Ja, wir sind mitten in Lord Jabu Jabus Bauch und suchen hier ein Rätsel nach dem anderen zu lösen. Wobei das nicht sehr schwer ist, wenn man es weiß. Ja, das kennen wir, die Zicke hat uns ein bisschen im Kragen, aber wir nutzen sie ja auch ein bisschen aus. Nee, nicht Quatsch. Das rote, schleimige Gimmi ist fort. Es verschwand, als du den Target zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Finden wir es heraus. Okay, Zeitlimit. Nutz deinen Hintern. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Schaffen es doch, oder? Hey, komm runter hier! Geschafft! Irgendwie geschafft! Okay, glaube ich, letzte Truhe. Den Boomerang haben wir gefunden. Die Karte jetzt folgt der Norden, Süden, Westen, Osten, der Kompass! Genau, das kennen wir schon. Wir haben schon zwei Dungeons erledigt. Gut. Dann geht's weiter. Jetzt sollte noch einer übrig sein, wenn ich mich richtig entsinne. Dann kommen wir her, da müssen wir... Müssen wir hier noch lang? Nee. Ach, wir... Ja, toll. Jetzt raubt mir noch 10 Sekunden meiner kostbaren Lebenszeit, du. Nee, Quatsch. Und ich glaube, wir können jetzt hier... Nee, immer noch nicht. Da fehlt noch einer. Da fehlt noch einer, nämlich der linke Gang. Ganz blau, ich bin blau. Gut. Die kennen wir die Art. Dann haue ich die mal eins mit dem Wisch. Komm runter. Sei dich, du feiger Tentakel. Thaddäus Tentakel ist der Fernung. Ich bin kein großer SpongeBob-Kenner. Gut, gebracht hat's nix. Doch, der Tentakel ist weg und die Türe ist frei. Oh, da wird einem ja fast schon schwindelig. Im blauen Gang wird einem schwingen, als ob man blau wäre. Tipp, 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 tipp. Okay. Gegner. Viele Gegner. Immer noch die beste Art. Kommt nur her. Komm her, wenn ihr euch traut. Oder braucht ihr ihn ja gar nicht von euch. Oh, du weißt auch schon, dass du lebst, oder? Nee. Ah. So ein Unding. Bleib mir los von der Backe, ihr. Körperlose Körper, ihr doch, sie sind ja nicht tot, aber bald! Nee, hab da schon bei Dragon Ball gesagt, für mich gibt's im Spiel keine Toten. Ja, vielleicht bei Call of Duty oder so ähnlichen, aber für mich sterben Spiele Charaktere nicht. Also es ist wirklich vom Spiel so gewollt. Aber bei Donkey Kong oder Mario, der runterfällt, der ist doch nicht K.O. Nee, der fällt einfach herunter und zappelt und... Oh Mann, bist du bald mal hin? Endlich. Gut. Muss ich das auch noch besiegen? Oder? Ja, ich muss... Ja, das war kurz. Gut. Der größte schleimige Schleim-Tentakel sollte weg sein. Dann geht's geradeaus. Bleib mir bloß vom Leib, ihr komischen Körper hier. Gut. Gut, gut. Jetzt geht's, glaube ich, hier entlang. Nee. Hier geht's lang. Doch. Hier, oder?
Gott. Okay. Ja, da bin ich zum... Da! Da ist der, ja! Danach habe ich gesucht! Ich bin auf dem Plattform! Okay, kein Problem. Hey. Oha! Was Seltenes? Schmuck, Frauen und ihr Schmuck. Oh, wenn ihr wisst, was das noch für ein Klunker sein wird. Prinzessin Uto hat den Heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Uto? Gott sei Dank! Endlich! Der Stein von meiner Mama! Als ich Lord Chapu Chapu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt bitte. Bring mich, ja von wegen bitte. Bring mich jetzt schnell heim. Okay, wenn du willst, komm. Hey! Hab ich was gedrückt? Nee! Was ist das denn? Ein Oktopus! Oh nö! So viel zum Thema Ruhe. Ein riesen Oktopus. Nee, ich brauche ja nicht das. Ich brauche ja was anderes. Hey! Hast du mich... Ach toll! Zieh mir doch noch Energie ab, du Sau, du. Ich muss ja viel näher ran. Ja, toll. Wenn ich hier jetzt krepiere, dann setzt es was. Dann bash ich dich noch mehr. Gut, das nützt nichts. Da müssen wir so gehen. Ja, toll! Ja, hat sein Hintern nicht offen. Geht doch. Komm schon! Links, hey, kein Frosch. Genügend Frösche hier im Spiel. Schaffen wir's? Ja, ich glaube schon. Boah, da wird es einem ja schwindelig. Geschafft, nochmal. 2 von 3, glaube ich jedenfalls. Gut. Oh, komm schon. Immer wenn sich das dreht, dreht sich auch der Oktopussi. Deshalb müssen wir uns beeilen. Komm her! Nee, ich bin nicht genau, komm her, aber ihr wisst, was ich meine. Und... Ach komm schon! Weißt du was, du nervst. Du nervst wahnsinnig. Oh! Hey, was ist das? Toll, jetzt auf den ganzen Weg zurück. Die nächsten Parts verzögern sich um 3 Stunden. Nicht ganz. Nee. Wenn schon, dann schneide ich es. Yes, ich sehe ihn schon platschen. Planschen. Schon! Was ist das? Ja, der letzte Treff ist immer der schwierigste, finde ich zumindest. Toll. Auch so speisendes gewesen.
Konzentration. Oh komm, warum geht denn die Navi nicht auf den los? Oh Mann, was habe ich die denn? Echt jetzt? Das frage ich mich manchmal. Nur blöde Herumgeplappe, das kann ich selbst. Oh Mann! Okay. Geh weg. Geh weg. Navi! Oh Mann! Ja toll! Leute, ich schneide das. Tut mir leid. Okay! Einmal wurden wir K.O. gebasht, jetzt heißt es noch einmal diesen Oktopus oder Okto, wie heißt der eigentlich? Keine Ahnung. Werden wir noch bashen, aber klar doch. Komm her. Nee, komm nicht her, ich muss kommen. Ich komme. Ja, ja. Navi macht hier nützlich. Ja, voll! Bam! Voll auf die Hämorrhoide. Autsch. Nö, nicht drehen. Nee. Ey, lass Gas. Ich jogge. Entschuldigung, musste kurz schneiden, da ich mein Mikrofon etwas blöd positioniert hatte. Und es geht weiter, den Bash wie nach dem Bär. Ja genau. Ha! Nochmal auf den Allerwertesten. Okay, gut. Nochmal. Oh nee, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, dann krieg ich dich. Ja. Nee. Schum. Du kannst so viel platschen, wie du willst. Ich krieg dich. Ha und Tang. Reicht? Oh, ich dachte, es reicht. Das ist nicht der dritte Treffer, doch. Na gut. Okay. Wir haben ja Zeit. Oh, komm schon. Aber ich muss schon sagen, es ist praktisch, die Plattform. Das ist immer schön die Richtung. Aber Link läuft, das hätte ihr. Ja, nasse Stiefel. Ja, er ist schneller der Gegner, das heißt, wir haben ihn fast besiegt. Das wird ganz grob täuschen, aber naja, es hat schon seine Richtigkeit. Navi, mach dich nützlich. Komm schon. Ja, schaffen wir's. Und bam! Okay, gut, der wäre besiegt. Herz, wir haben Herz für dich. Nach oben bitte. War da hier nicht Uto? Prinzessin Uto? Na gut, wenn sie nicht wollen, dass man sie findet. Okay. Die Deconus im Gegenstandsmenü, ja. Wirf die Deconusse wie zerplatzen und deine Gegner betäuben. Was braucht? Oh, ne Fee. Ich brauch ne Flasche. Ha! Die Fee ist gut, um zu heilen. Du besitzt jetzt eine Fee. Mit Gegenstand, ja. Hast du sie auf C platziert, kannst du ihre Hilfe jederzeit in Anspruch nehmen. Aber es ist auch praktisch, wenn man K.O. geht, macht sie sich selbstständig und heilt uns. Und das wollen wir ja. Zumindest
sich. Er riecht auf sich rauf, oder? Na klar. Oh, gönne Dekolus. Gut. Weiter geht's. Peng. Und Peng. Leichtes Futter für unsere Boomerangs. Für unseren Boomerang. Gut. Es gibt ja einen Bug, indem wir den... Oh, hör auf! Hör auf! Indem wir hier... Moment. Ah, ja, ja. Ich plappere wieder mal zu viel. Du nervst wie Sau. Hau ab! Mach dich dünne. Sonst ist es passiert. Gut. Den. Und jetzt kommt der nochmal. Eben, es gibt einen Bug, in dem man hier in Chabu Chabus Bauch gelangen kann, ohne die Vormission. Aber es ist nicht gut, denn wir bekommen da den Boomerang nicht und so ist das hier eine Errorstelle. Natürlich so nicht. Gut. Weiter geht's. Und es geht weiter. Jetzt können wir hier eine Kiste nehmen. Dann haben wir genügend Gewicht. Ja, ja, ja. Übrigens, ich danke jetzt schon. Diese Let's Plays werden fleißig geschaut. Vielen Dank. So lohnt es sich auch für mich als Let's Player, dieses tolle Projekt weiterzuführen. Es ist einfach schön, dieses Spiel zu spielen. Ich kann es immer nur wiederholen. Gut. Ihr nervt mich einfach zu fest. Dann. Und nach oben. Bei mir los vom Leib, du Tentakelmonster. Hört ihr schon? Ihr hört ihr schon? Keine Ahne. Hier geht's herab. Ihr könnt mich mal. Hab gesagt, haut ab. Ja, ja, ohne Boomerang ist das schwer. Gut. Ich sag, die sollst abhauen. Du auch. Verzieh dich. Will dich nicht mehr sehen. Oh, komm schon, Link. Gut, jetzt geht's hier lang. Und keine Sorge, ich hoffe, den Boss schaffen wir auch mit zwei Herzen, sonst habe ich die Fee. Gut, der letzte Boss als Kind Link. Young Link. Als ich das... Früher gespielt habe, fand ich den Boss immer am schwersten. Mittlerweile kenne ich den. Ja, wir sind gute Freunde. Nee, Quatsch. Ich kenne ihn eben und ich kenne seine Strategie und ich weiß, wie ich ihn besiegen muss. Elektro, terrestrisches Biotentakel, Berwinate. Gut. Mal den Tentakel abschießen. Auf und schön ausweichen. Ja, kaum hab es gesagt, hab ich's nicht getan. Nee, das... Doch. Okay, er ist gelöst. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Und ha! Oh. Lass mich los, bloß in Ruhe. Du Kuh. Hey, was ist das? Komm mir nicht zu nah, du Sau, du. Kuh. Jetzt. Den. Auch noch. Und den. Sowieso. Komm schon! Alter Verlierer, du schlechter Verlierer!
mal, was ich drücke, sonst tausche ich dich um. Kann ich zwar nicht, aber ich werde versuchen. Dennoch. Und den natürlich auch. Gut, wie willst du dich jetzt noch schützen? Hä? Flieh ruhig, du kannst nicht ewig fliegen. Okay. Ha! Und ha! Und ha! Und aha! Ja, toll. Zuletzt noch. Ach, dann bist du. Nochmal. Ein bisschen seitwärts bewegen, das tut immer gut. Und jetzt, komm her, komm her! Ha! Besiegt! Boah, du Geschwür, du. Gut, der letzte Gegner als Young Link. Wir holen uns noch den blauen Stein. Ich weiß ja nicht mehr, wie der heißt. Ein Herzcontainer. Das übliche. Gut, gut speichern. Das tut immer gut. Oh toll, die wartet auch schon. Na du? Du? Bist du spät dran? Warum hat es so lange gedauert? Ich bin eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Ist mir doch egal. Ich hätte dich auch hier zurückgelassen, wenn ich gewollt hätte, aber dann hätte ich das Spiel nicht weitergespielt, sondern wäre nicht weitergekommen. Nee, so fies bin ich nicht. Keine Sorge, ich habe ein Herz für Damen. Ich mag Frauen. Der Link voll und Flatsch. Ja, ja, der reine Kult. Hey, du musst die Nase oben am Wasser haben, sonst ersäufst du. Hey, du bist cool. Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja, egal, du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Och, ich nehme... Hast du zufällig den Heiligen Stein? Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Sora-Saphir? Ja. Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Soras. Okay? Nee, mein Spruch. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Okay. Das ist also das dein wertvollster Schatz. Das kennt man zwar anders von Frauen, aber... Soll mir recht sein. Du riechst mir zu streng nach Fisch. Mann, ich lass ihn voll den Nasi raushängen. Eben nicht, ich mache hier voll auf Asi, das meine ich. Nur seriöse Themen hier, Leute, von heute. Okay, denn Sora-Saphir. Reimt sich auch schön. Der Sora-Saphir. Von den Soras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Und den Stein der Weisen gibt's im nächsten Part. Nee, Quatsch, gibt's ja gar nicht hier. Jetzt schnell zur Prinzessin Zelda. Ja, ist ja gut. Hätt's mich nicht. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Mach ich nicht, im alten Fischmaul. Gut. Dann. Erstmal trockene Füße bekommen. Ja, ihr wisst ja, wo wir sind. Weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ja, ich hätte hier lang gewusst. Hier gibt es noch eine Feenquelle, aber die erreicht man nur, wenn es
gefroren ist. Und gefroren wird später sehr. So, ihr wisst, wo wir hier sind. Als nächstes geht's zum Schloss. Nee, lass mich in Ruhe. Als nächstes geht's zum Schloss. Dann geht's weiter. Und das erleben wir im nächsten Part. Leute, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Zukunft. Abonniert mich auf Facebook und YouTube. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch bei Facebook und YouTube. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.